Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier bei Daniels Fahrschule Teil Nummer 3. Es geht hier weiter in diesem YouTube-Video mit den Missionen 17 bis 24. Ja, ich werde jede einzelne Mission hier nochmal fahren und versuchen, meine Zeit hier zu verbessern und euch natürlich hilfreiche Tipps und Tricks hier zeigen, wie ihr hier optimal fahren müsst, um Gold zu erreichen. Ja, ihr seht ja, ich habe ja schon 100% hier bei der Fahrschule erfüllt. Ja, jede einzelne Mission habe ich schon auf Gold. Könnt ihr mal in meiner Playlist auch gerne reinschauen. Unter Fahrschule, da findet ihr nochmal jede einzelne Mission. Jo, dann würde ich sagen, jetzt starten wir hier weiter. Los, liebe Leute, mit der ersten Mission hier vom Fahrschulvideos Daniels Fahrschule Nummer 3. Wir fahren hier mit den Zitrönen. Ja, müssen uns hier links halten. Hier einfach so rum. Ja, da würde ich gar nicht großartig bremsen, sonst verliert ihr wertvolle Zeit. Ja, und hier konnten wir unsere Zeit verbessern, haben hier einen neuen Rekord erzielt. Ja, liebe Leute, diese Mission auf jeden Fall schon mal ganz einfach, würde ich sagen. Jo, machen wir weiter mit der zweiten Mission, liebe Leute. Jetzt geht's hier los mit einem Honda. Ja, auch ein cooles Fahrzeug. Jetzt kommt eine Linkskurve. Da würde ich nicht bremsen. Ja, ganz wichtig, wirklich nicht bremsen. Nur ein bisschen vom Gas geben. Und dann so rumlenken, dann könnt ihr die Kurve gut kriegen und könnt dadurch richtig gut Zeit rausholen. Jetzt haben wir hier 10,445, konnten auch hier in der zweiten Fahrschulmission unsere Zeit verbessern. Jo, und dann geht's weiter mit den McLaren. Hier die dritte Fahrschulmission. Ja, wir fahren hier ganz außen. Hier auch, wenn wir hier rechts rumfahren, in die Kurve nicht bremsen. In der zweiten jetzt hier ja, aber in der ersten Kurve bitte nicht bremsen. Nur ein bisschen vom Gas runtergehen und einfach rumlenken. Ja, das reicht dann schon. Und dann solltet ihr hier auch auf jeden Fall Gold schaffen. Wir haben hier 13,229 und konnten unseren alten Rekord hier auch wieder verbessern. Jo, dann geht's weiter jetzt hier mit Fahrschulmission Nummer 4 in diesem Video. Diesmal mit einem Hyundai. Ja, hier auch eine interessante Kurvenkoordination hier auf jeden Fall. Ja, hier würde ich komplett durchbrettern, ohne zu bremsen. Ja, also diese Mission wirklich keine Bremse benutzen. Ja, wer bremst, verliert. Ihr braucht hier bei dieser Mission keine Bremse. Ja, und da haben wir auch einen neuen Rekord wieder erzielt. Wir haben hier 13,444. Ja, sieht cool aus. Dreimal die 4 da. Ja, gute Zeit auf jeden Fall. Dann machen wir weiter jetzt hier mit einem Peugeot. Die Fahrschulmission Nummer 5. Ja, hier am Anfang. Kurz kann man bremsen, man kann auch Gas wegnehmen und reinlenken in der ersten Kurve, aber den Rest auf jeden Fall von der Strecke nicht mehr bremsen, komplett Vollgas hier durchfahren. Ja, und wenn ihr das so macht, dann solltet ihr hier auf jeden Fall auch Gold erreichen. Wir haben hier auch einen neuen Rekord wieder erzielt, 19,925. Ja, eine bessere Zeit auf jeden Fall wie unsere alte Zeit davor. Ja, das davor war natürlich auch Gold, aber jetzt konnten wir hier wie in allen anderen Missionen noch ein paar, ja, sie Kündchen gut machen. So, dann geht's weiter mit Mission Nummer 6, liebe Leute. Ja, hier auf dieser Kurve auf jeden Fall vorsichtig bremsen und danach richtig schön ordentlich Vollgas rausbeschleunigen. Ja, ist nur diese eine Linkskurve. Ja, keine große Sache hier.
Hier konnten wir jetzt auch unsere Zeit verbessern, haben einen neuen Rekord von 13,940. Ja, super coole Zeit, hier auch wieder Gold erreicht. Ja, sind manchmal Sekunden, Millisekunden, ja, man kann immer wieder ein bisschen hier die Zeit verbessern. Jo, nächstes Rennen hier Mitsubishi, diesmal haben wir hier am Start, ja, hier auf jeden Fall schön bremsen und dann einfach rumlenken und Vollgas wieder rausbeschleunigen. Ja, auch keine große Kunst hier auf jeden Fall. Haben wir hier in diesem Abschnitt auch einen neuen Rekord erzielt. 13,207 ist hier in dem Fall der neue Rekord bei dieser Fahrschulmission. Jo, konnten wir ja schon einige Zeit gut machen. Jetzt geht's hier zur achten und letzten Mission. Da müssen wir ein Zeitrennen fahren über eine Runde. Ja. Und wir versuchen auch hier wieder unseren alten Rekord zu knacken. Ja. Wie gesagt, unser alter Rekord ist natürlich auch Gold. Könnt ihr ja oben erkennen. Die Zeiten sind ja da oben schön angegeben für Gold, Silber oder Bronze. Ja, je nachdem, welche Zeit ihr hier fährt, kommt ihr dann Gold, Silber oder Bronze. Für uns sieht es jetzt hier wieder gut aus für Gold und wir können die Zeit, yo, da konnten wir die Zeit verbessern. Wir haben hier einen neuen Rundenrekord von 45,827 hier in dieser Fahrschulmission erreicht. Jo! Und wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, liebe Leute, was jetzt zum Beispiel bei der Fahrschule ist, ja, hatte ich ja schon erwähnt, schaut mal auf meinen YouTube-Kanal unter Fahrschule. Da findet ihr natürlich noch viele, viele andere Sachen, nicht nur die Fahrschule, auch hilfreiche Tipps und Tricks, zum Beispiel bei den ganzen Missionen. Ja, jede einzelne Mission findet ihr hier auf meinem YouTube-Kanal. Oder zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht bei den Streckenerfahrungen. Ja, da könnt ihr gerne auch in meinen YouTube-Kanal reinschauen, ist alles in meiner Playlist sortiert. Ja, oder wenn mal neue PS Plus Spiele, diese Gratis-Spiele im Monat rauskommen. Ja, dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal auch Videos. Oder wer Interesse hat an die PlayStation 5 in Zukunft, ja, da findet ihr auch in meiner Playlist ein umfangreiches Video. Da stelle ich euch die PlayStation 5 vor. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und natürlich sind hier auch oft Live-Rennen. Ja, da mache ich einen Livestream. Oder Update-Informationen, ja, also abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date, wenn ein neues Update rauskommt bei Gran Turismo Sport, seid ihr immer auf dem neuesten Stand und natürlich findet ihr jedes Video von der Anfängerliga, Amateurliga, Profiliga und auch Langstreckenliga, ja, alles hier mit dabei auf meinem YouTube-Kanal. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch hier gern einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich nochmal und wünsche allen Spielern da draußen weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo Sport. Bis dahin, ciao.